Willkommen zurück zu Prepare to Die oder Dark Souls Remastered. Letzte Folge haben wir einige Backtracking gemacht, hauptsächlich sind jetzt aber wieder in Anor Londo und bin jetzt schon dreimal, viermal an derselben Stelle verreckt. Strafe aber mit inbegriffen, deswegen galt das eigentlich nicht. Boah, das regt mich so auf, dass ich nicht von Anfang an Beweglichkeit gelevelt habe gerade. Macht er auch seine Dance-Moves. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich einen großen Soundeffekt erwartet, aber es war einfach plump. Plump. Och, diese Lappen, ey. Nerven so. Diese weißen Lappen. Den kann man echt nur den Boden aufwischen. Yep. Wischfix. Ja, genau. Wenn ich so stehen würde, wäre ich schon längst runtergefallen. Ey, es ist so ein Dreckslap. Ja, ciao. Hui. Kurze Minute weg. So, Getränke ist wieder am Start. Willkommen zurück.
ist das denn? Also noch ein Gargoyle. Ich kann auch YOLO rufen, das hab ich vergessen. Du schaffst das schon. Wir glauben an dich. Warum sagst du das die ganze Zeit? Warum nicht? Ey, da bin ich mal supportive fürs. Okay, dann halt nicht. Ja, so. Kann es ja ruhig sein. So. Was machst du? Bewegt sich nicht, okay. Dieser Club der Bademäntel ist halt auch nervig, ne? Club der Bademäntel. Wie viele wollt ihr sein? Antwort ja.
Da wir das die Typen nur 500 Seelen bringen, sind die viel zu nervig. Ja, Bademäntel, da passen nicht viele Seelen rein. Oh Mann, ey. 50.000 Wege. Fettes Gemälde dahin. Ich hab den einfach gepult, das ist sehr gut. Ich will nur das Kronleuchter-Item. Gib es mir. Kronleuchter-Item. Du bist was Besonderes. Ja, well, now. Oh Mann, jetzt werde ich schon Bademäntel verfolgt. Du. Mit dem Moonwalken, nice. Schwarzeisenrüstung, nice. Jumpstyle. Du. Oh Mann, ey. Komm mal her, mal auf tanzen. Hier wird nicht getanzt. Ich spiele nicht das Dance. Ich spiele Dark Souls. Well. Na, das sieht schon besonders aus da vorne. Sehr besonders. Okay, war das ein geheimer Tipp? Nee. Okay. Naja, aber ich brauche jetzt zwar Kurs, das wollte ich schon sagen. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Nur einem glaube ich jetzt nicht weiter. Boah, ich hasse, dass es so viele Wege gibt, ey. Warum sagst du, dass wir so viele Wege haben? Kannst überall hin und weiß nicht, ob es richtig ist. Klar, vielleicht ist alles richtig. Mag sein. Ich glaube an dich. Dankeschön, Sören. Du kriegst das hin, Tobi.
Wahrheit. Existieren. Komm schon, Tobi, ich will Fleisch. Ich komm gleich und gib dir Fleisch. Are you not entertained? Ich verbrenne Harry. So, ich will eigentlich aber auch noch die beiden Truhen, weil die eine Truhe die Türzeiten bewachen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee für Seelen. Mhm. 13.900 braucht das nächste, so. Bin ja jetzt hier ganz safe eigentlich, wenn ich nicht so blöd bin, zweimal sterbe. Das heißt, ich benutze Seele Held mal kurz. Mhm, fancy, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich nochmal eine machen. Zack. Was sind noch 3000 Seelen? Brauche nur noch zweimal. Oh, ich hab's nicht vergessen. Der Support ist doch immer ganz gut. Zauberer einstürmen. Feuerball. Feuerball. Analgewitter. Feuerball. Was reparieren wollte ich auch mal machen. Falchion, ja. Streitaxt, ja. Kampfbogen, ja, kann auch. Und Schild auch. So. Aber verstärken spare ich natürlich ein bisschen auf. Für meine Waffe, die ich spielen möchte. So, Pfeile habe ich eh gerade keine mehr. Kann ich eigentlich das hier umswitchen? Gut. War es ein cooler Move oder war es ein cooler Move? Das war ein starker Move. Hab ich jetzt nämlich in Elden Ring gelernt hier, dieses schnelle Switchen. Da kommt der Switch-Spieler durch. Ha! Mist. Ah, da hab ich mich jetzt miscalculated mit meiner Roll. Ja, hab mich erstochen. Ich glaub's nicht. Oh, das hab ich nicht kommen sehen, dass er jetzt das macht. Oh Mann. 158. Ich brauch schnell Seelen holen, bevor ich die Strafe bekomme. Danach sind die nämlich weg. Och, jetzt habe ich den einen so souverän besiegt und sagt der andere, nope, ich kill dich trotzdem. Lass dir mich mal kurz die Seelen holen. Das war aber Gentleman's Agreement gerade. Gentleman!
voll jetzt in die falsche Richtung gerollt. Oh, das ist schlecht. In die Haxen. So. Jetzt wird er schon wieder durchgehen. Dämon und Titanit. Das schmeckt. Kochen wie Tobi. Hi Andi. Hi Andi. Hi, hi. Was ist denn hier? Sano Londo. Lieber Harry. Nee. Ja, sehe ich schon, dass das Arno Londo ist. Warum fragst du dann so doof? Also, wo ist jetzt die Menschlichkeit eigentlich her, schon bitte? Naja. Nicht von uns, die haben wir schon lange verloren. Vor allem du. Sagt der, der mir fucking fresh die Ohrwurm eingebaut hat. Sagt der, der uns seit ungefähr einem Jahr mit den schlimmsten Wortwitzen aus der Hölle knechtet. Jeden Zwei Jahre. Samstag. Das war so schön ausgedrückt, Hannes. Da würde ich widersprechen, also ich mache ihn nicht nur samstags. Ja eben, macht aber Rainbow und anderen Spiel. Aber alle primär Samstag, weil sonst sieht er nicht alle. Ja. Ja, Sören ist halt besser auf Hure. Der bereitet jetzt schon vor, dass ich dann irgendwann 5 Stunden Video schneide, als Sörens Wortwitze. Alle Projekte, wo jemand Wortwitze gemacht hat, ganz schnell gecuttet. Jeder Wortwitze. Wort ist ein langes Video. Das wird ein langes Video. Nicht so kurz, wie Beckmann schreit. Ja. Sagst du jetzt fängt Dark Souls erst richtig an? Das hat mir Sören auch schon gesagt, als ich das hier zuerst mal gesehen habe. Aber es hat eigentlich schon längst angefangen, weil ich mache die ganze Zeit Backtracking. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier die ganze Zeit nur weiterlaufe. So, gucken wir mal, was hier so abgeht. Vielleicht seid ihr hier. Mach mal wirklich nicht. Ja, jetzt ist Elden Ring released worden und er fängt jetzt an, Dark Souls 1 durchzuballern. Nee, nee, nee. Hä, ich will Elden Ring. Elden Ring. Sieht ein bisschen schmuckiger aus, auch da vorne. Das war ein Fehler, Junge. Ach ja. Das war noch Zeit. Damals. Der alte Ritter und sein Prügel. Ja.
Ich hab schon wieder vollkommen vergessen, wie träge Dark Souls 1 noch war. Er macht also einen Jalmaster, wenn ich das richtig sehe. So mit Axt und so. Nee, ich bin gerade dabei. Ich bin wirklich gerade so lange, bis ich das Katana hab. Axt also ist eher einfach nur, ich muss es halt so. Also, und die Axt von der Größe her ist aber auch eher so ein Zahnstocher für den Jalmar gewesen. So. Ja. So, damit hat er sich morgens irgendwie die Nasenhaare gestutzt oder so. Mit Tobi, das sieht jetzt schon irgendwie komisch aus, so. Was denn? Gruppenkuscheln mit den beiden Rittern und so. Also. Pyromantie, Gunner. Ja, manchmal funktioniert das. Also ich mache so ein bisschen Hybrid. Ja. Toll, jetzt geht der andere zurück, der weniger Leben hat. Das soll doch nicht so passieren. Oh nein. Komm, hau zu. Samba, das ist nee. Aber. Ein Aber, ich glaube, wir jetzt ein Problem bekommen. Das war gut jetzt. Los, offenische ihn, los, Randa. Geht doch. Miranda, denn sie will, ja. Ja, das auch. Sag mal, liegst du im Bett? Nee, du? Ja, wieso fragst du? Er wartet auf dich, Sören. Deswegen fragt er nach. Hey. Nein, er wartet auf dich, Helena. Das liegt am Schlitzschrank. Das hast du dir selbst eingebrockt. Hey. Außerdem wollen wir das hier klar trennen, ja? Hier, das ist Andi, der da sitzt und nicht wollen. Und wir sind hier bei Dark Souls. Sicher? Nein, Spaß. Es war schon bei Kunden. Auch ein Arsch oftmals, ja doch. Also. Außerdem haben wir uns in Project Zombie ja auch für das Projekt warm gespielt. Oh. Durchvorrichtung verschlossen. Durchfeuchtung? Was? Durchvorrichtung. Ach so. Alles okay bei dir, Andi, irgendwie. Wenn du das, was du hören willst. Nee, ja, aber du hast dich. Hä? Wie war das bei der dieser Werbung? Sie sind befördert! Sie auch! Oh Mann, ey. Was ist das für ein Lappen hier, ey? Ich schmeck dir Feuer. Na geht's. Bin zu scharf. Wieder eine Waffe. Das verflucht wenig Schaden, kann er. Mhm. Wir haben ihm schon gesagt, dass er ein bisschen mehr auf Offensiv-Power leveln muss. Ich meine, der führt das Ding ja sogar zweihändig und macht so wenig Schaden. Ja, er hat doch ein Schild in der Hand. Ja. Ich meinte aber jetzt. Das ist korrekt. Aber er hat ja noch weniger Stärke als Geschicklichkeit, glaube ich. Nee, Stärke hab ich mehr. Oh. Ja, das könnte ja auch spielen. Ja, direkt falsch am Anfang schon. Ich, das ist ja, genau. Erst weiß, seitdem ihr das gesagt habt, dass es skaliert. Mhm. Jetzt ist er am Zurückkommen wie der Terminator. Was wäre das für ein Vergleich? Du fährst BMW und ich Rollator. Das war ein ziemlich smarter Kelto. Ja. Dass Viecher mit Flügeln einfach so runterfallen können. Oder er hat eine 20 gewürfelt auf Fliegen. Gut. Was genau schießt der gerade auf mich? Lego, das was sieht dein Elbenauge. Sag mal, hatten wir gestern eine Session ohne Herr der Ringe Anspielung?
Ja, wundervoll. Hey. Ist mir so wirklich so... Sieben heiß aufgefallen, sagst du? Ja, ich lag so... Ne, wir haben noch so bis 3:30 oder so gequatscht. Ich leg mich oh, was war das? Dankeschön. Nein, und dann lag ich da so, Moment mal, haben wir das wirklich, kein Spruch, nichts, gar nicht. Gab's auch irgendeine Vorlage? Schwierig. Ich meine, es gibt immer eine Vorlage. Bitte dich. Wenn du irgendwie eine brauchst, dann fasst du dir. Ja. So, also, hey, er verzieht keine Miene. Eine Miene, oder sowas. Kann schon jede Chance nutzen. Tobi, sag mal, ja. Du, ne? So, als professioneller Dark Souls-Spieler jetzt, ne? Ja. Was ist denn eigentlich ein solch professioneller Dark Souls-Spieler so gerne? Die Überleitung habe ich echt abgewiesen. Wie kommt jetzt mal professioneller Dark Souls-Spieler auf? Was mag ich, was dein Lieblingsfleisch? Meister der Überleitung. Hat der als Sonderfertigkeit gegeben, ja. Oder fragen wir mal ganz einfach, was ist denn eigentlich deine Leibspeise? Ja. Wahrscheinlich Pizza. Salami-Pizza. Ja, Pizza, okay. Darunter dann Spätzle. Was? Darunter dann... Also nicht auf der Pizza, oder? Nein, Spätzle eigenständig gemacht. Also auch, egal ob es jetzt die gewürzten oder auch die normalen sind, inzwischen beides. Also die Fischstäbchen-Pizza ist auch bei dir, sagst du? Nee. Also was ich gar nicht haben kann, ist Fisch. Also Fisch geht nur paniert. Fisch? Fisch. Fisch. Backfisch. Okay. Wie steht's denn mit so klassischen Gerichten, wie zum Beispiel einen Braten und Klöße? Ja, geht auch. Klöße, genau, geht auch. Das, ja. Wie bist du so gemüsetechnisch veranlagt? Die mag ich Blumenkohl, gern. Brokkoli. Ja, Blumenkohl hasse ich. Erbsen, Möhren, sag ich, ja. Am besten. Da bist du bist raus. Kohlrabi. Nicht sehr, sehr Döner, sehr nein, Spaghetti, nein. Thüringer, du bist immer noch raus. Thüringer Klöße, bist ernsthaft jetzt. Liegt der Tugel Clues, Alter. Och, jetzt kannst du dich mal wieder zu verpissen. Ja, okay. Ich hab's gesagt, der ist raus. Notschlachtung. Das ist korrekt. Thüringer Klöße. Hast du's hinter dich gebracht, Sören? Andi hat auch. Okay. Ich hab gesagt, du bist raus. Das war nicht die 500 Band, Alter. Hast du schon mal Carbonara gegessen, Tobi? Jo, hab ich auch. Echte, oder? Gute Frage! Was ist echte für dich? Also die nicht in der Matrix. Sag mal, wie du sie kennst. Ja, hä? Carbonara ist für mich einfach die weiße Soße, fällt ich aus. Ja gut, aber... Mit Ding drin halt. Die weiße Soße ist ein sehr breites Feld. Das reicht von Pornofilmen bis zu... Was weiß ich, was man von der weißen Soße reden kann, Tobi. Da hat er recht. Kennst du die Variante mit dem Kochschinken? Mit dem Blub. Die kenne ich. Gut, das ist die falsche. Okay, dann kenne ich die falsche. Das ist aber nicht schlimm, denn kennst du die Variante mit dem Kochschinken und der Sahne? Ja. Gut, dann ist das die falsche Variante. Das ist korrekt. Ja, hervorragend, Hannes. Aber es ist auf jeden Fall für dich besser, wenn Andi das organisiert, oder mir hättest du irgendwas Asiatisches kochen müssen. Ja, und Asiatisch kann ich gar nicht davon. Aua. Deswegen will ich auch nicht nach Japan, weil ich da verhungern würde. Wie steht's denn mit Eiern bei dir? Eier, Speck? Wir haben selbst Hühner, Andi. Also die Frage ist ja. Die Antwort ist ja. Leute, krass. Senfeier ist so geil. Ich hab mal wieder Bock auf Senfeier. Habt ihr es mitbekommen? Senf wird knapp, jetzt wird's aber kritisch hier überall. Oh nein, nicht der gute Bautzner-Senf. Der ist wie Rainbow, der kann gar nicht ausgehen. Ich
präferiere tatsächlich den Löwensenf. Raus. Ja, der ist auch besser. Ketchup besser. Oh. Hey, alle raus. Warte, ich isoliere dich wieder. So, also wieder nach seinen Vorlieben. Mann, ich muss jetzt mal den Stream mit euch starten. Du hast gesagt, alle raus. Also habe ich dich wegbewegt, damit alle raus sind. Ja, dann Punkt. Du musst mit deinen Wünschen halt dann vorsichtiger sein. Ich meinte, du bist karisch raus. Ihr müsst jetzt alle vors Fenster. Tobi, du schießt ihn nur. Ja, willkommen bei Dark Souls mit Bestrafung. Das würde ich nicht machen, wenn ich nicht Bestrafung hätte. Der Käse ist hier unglaublich. Also, der Tobi macht mehr Käse als die Schweiz. Dachte, als ob ihr Käse, das, als ob ihr nicht ziehen würdet, wenn Käse ihr spielen würdet. Käse wie Tobi. Kann ich das bitte aufs Shirt haben? Das willst du jetzt auch noch ins Shirt haben. Was? Jeder kann seinen Spruch, den er gerne hätte, so machen wir das. Aber Leben wie Tobi steht immer überall drauf, das ist das Basic-Ding. So, also, wie kommen wir jetzt da hoch, ohne zu verrecken? Liebe Harry. Run. Ich bin für den Tipp von Sir. Mhm. Liebe löst alle Probleme, muss man einfach sagen. Hiebe auch. Oft gehen sie Hand in Hand, denn manchmal, aber nur manchmal. Oh, das fällt mir mal nochmal an. Möchtest du dich nicht erstmal umorientieren, Tobi? Beruflich oder was macht sie jetzt? Ich dachte auf dieser Balustrade eher, aber. Mein Gott, ist der dämlich. Ja, aber Dark Souls ist perfekt, die KI sagt Oh, ich dachte schon, ich wäre der Erste, der jetzt anfängt rumzuranten, aber nein, es ist tatsächlich so. Nein, es ist ja, ich fänd's gar nicht so schlimm, aber mich nervt halt wirklich immer, dass die Leute immer so tun, als wäre dieses Spiel perfekt. Ja, mich auch. Ich muss aber auch sagen, Tobi, diese Stelle wird von vielen Leuten als einer der nervigsten Stellen empfunden, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum eigentlich, denn ich habe die jetzt auch nicht so schwer empfunden. Ich finde, die meisten sagen, hier ist die geilste Stelle sogar. Also hier macht es am meisten Spaß, oh, würde ich sogar zusagen. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Press this on. Ich habe deine Signatur bisher nie gesehen, weil ich... Blut für den Blutgott oder so, keine Ahnung. Blut für den Blutgott. Schädelt mir seinen Sohn. If I didn't know better, I think you had feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. Helme für Ukraine, Blut für den Blutgott. So was halt. Was ein Lappen. So. Was? Warte, ich hab dem Typ Lappen genannt. Ja, was? Hä? Das gibt erstmal einen Shitstorm. Also so jetzt hört's aber auf. Nein, der ist ja cool, aber jetzt hat mir Embrace das angesagt. Das macht ja schon. Gibt einen Shitstorm. Ist vorbei. Ja, jetzt hast du die komplette Dark Souls. Hab ich jetzt ein Community-Ding überlegt? Du wusstest nicht, dass das ist? Okay. Postet mal auf Reddit, ich sag's dir. Das wird bestimmt lustig. Also du kriegst auf jeden Fall ein paar Views mehr, aber... Ich wollte gerade sagen, positiver Aspekt, du kriegst eine Menge Views. Negativer Aspekt... Du kriegst positiver Aspekt, du kriegst auch eine Menge Kommentare. Noch mehr, um den zu rufen. Also, er ist anscheinend sehr hyped. Manchmal, aber nur manchmal. Du darfst das Lied in Zukunft nicht hören. Nein, Andi. Das ist nicht gut. Oh, du hast ja noch ein Level entfernt, dann kannst du... Jawohl. Das Katana. Wie steht's denn bei dir eigentlich so mit Bolognese? Da bin ich auch am Start. Bolognese? Also, in Kern... Also, dafür, dass du gesagt hast, dass du gar nicht so viel isst. Genau, kurz gesagt, bin ich verschnägt, aber es gibt auch ein paar Sachen, die ich mag. Das war früher halt richtig schlimm, aber inzwischen geht es. Parmesan, was sagen die? Na gut, Parmesan bestimmt, du stehst ja auf bei Käse. Bei Käse, ja, wieder nur bei Käse, nur auf ne, Streu und so, also einen ganzen Käse, da ist zum Beispiel auch der Schluss bei mir. Einfach den Block reinflanken. Naja, alles, was irgendwie Schweizer oder so. Also alles, was im Cent ist, magst du nicht, okay.
Wenn diese Typen 1000 Seelen bringen, sind die richtige Lampen. Ich mach wieder ein paar Wände ein. Da kommt jemand. Hallo. Manchmal, aber nur manchmal. Oh, ich will wieder auf ein Die Ärzte-Konzert. Haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Das ist korrekt. Wie war das? Das war bei immer. Sorry, aber das war ein billiger Geheimgang. Ja. Den habe ich ja sogar ich erkannt. Hinterm Kamin. Warum ist es hier so dunkel? Da, damit du nicht siehst, wie die Decke auf dich herabfällt. Ja, das wird direkt auch gucken. Komisch, bei der Stelle wird immer auf mich geguckt bei dem Song, aber deswegen gehe ich jetzt zum Kickbox, ich bin vorbereitet. Also die Truhen, die da stehen, die sind nicht alle echte Truhen. Das würden die Entwickler nicht. Bei so einem offensichtlichen, das ist ein, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich gegessen. Testen wir mal. Nummer 1. So, immerhin hat er das predicted. Ja. Diesmal hat er mich aber umgebracht, der gleich zum letzten Mal. Ja, der hat ja auch besonders viel Hunger gehabt. Ich meine, der war ja auch versteckt und so. Also. Ich wette, jede einzelne Truhe ist eine. Mann, ich will jetzt nicht jede durchtesten. Warte, 160, ne? Also, erstmal ganz entspannt suche die 160 auswürfeln. Wo ist denn OBS? Da ist OBS. Ach ja, stimmt, da war ja im Schlafen hier, ne? Ja, da will ich auch viel lockerer spielen. Das Safe-Zeichen für Starker verändert sich noch, ne? Ey, nee, nicht wirklich, ne? Ich würfel nochmal dieselbe Strafe. Es wäre wieder 180 Grad drin gewesen. Das ist ja lame, Mann. Ja. Aber dann dreht er ja wieder richtig. Oh. Hast du sofort wie Nee, Fettroll-Ausrüstung. Bleib mal ein bisschen, nimm mal ein bisschen zu. Fettroll finde ich immer gut. Wie mein Charakter in der fucking Zombie-Apokalypse wird die übergewichtig. Wie zur Hölle habe ich das geschafft, Mann? So aller verhungern. Bin erstmal fett. America, fuck yeah. Da musst du dir jetzt mal reinziehen, ne? Dieser Ritter da gerade, du sitzt ja die ganze Zeit um den herum. Wie muss der sich da fühlen? Oh, ja. Dark Souls, für mich ist das hier der Tänzesimulator. Ist halt, ja. Aber. Achso, Fettro. Auch die ganze Zeit so, hallo, kannst du mal, hallo. Wenn ich Fettroll, dann will ich wenigstens Samurai Fettroll diesmal. Samurai Fettroll. Das ist ja gar nicht Fettroll. Das geht ja auch noch voll klar. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hier Schwarzeisen, das ist doch bestimmt Fettroll. Da nimm die Elfer, die da oben war. Ah, 15er. Ah, 9er. 69! Das war falsch, ich wollte. Hä, bin ich blöd? Hier, ich weiß erst mal. Willst du wirklich eine Antwort auf diese Frage? Ah, zeig uns mal die wunderschöne fette Rolle. Roll mal. Ja, oh, schön. Ah, lecker. Lecker angeschaut. Gib mir mal die Seelen wieder. Danke. Gib mir mein Herz zurück. Brauchst meine Liebe nicht. Du bist ein Penner. Oh Gott, die können ja wirklich kämpfen. Ich wollte ihn einfach mal probieren wollen. Lappen, komm doch mal her. Ich hab auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du uns sowas in DSA einbaust. Dass wir eine Kiste aufmachen, so auf Party bei Strobanov. Kiste auf. Es gibt Mimix bei DSA, ja. Jetzt auch mit DSA 5 Regeln. Sind sehr begehrt, die gibt's überall. Vor allem die Mimix bei D&D können sich ja nicht nur in Truhen verwandeln. Du kannst ja die als jeden Gegenstand tarnen. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja. Oh, jetzt habe ich den nächsten. Ich bin einfach zu Ohrwurm-anfällig, keine Ahnung.
Dass ja. Ich würde gerne eine Psychologiestudie darüber haben, wie das funktioniert, dass das irgendwann mal gelöst wird. Aber ruf dir doch vielleicht nochmal den Ketchup-Song ins Gehör. Vielleicht triggert der das bei dir auf, weil den konnte ich nie leiden. Hey, immer mehr. Vielleicht auch DJ Ötzi mit dem Pizza-Song und so weiter. Pizza, danke für Chicken and Pizza. Ach du Scheiße, stimmt, da gab's auch. Sind die Songs, die du dir einfach nur angehört hast, wenn du einfach nur komplett im Vollsuff warst? Anders kann die ja keiner ertragen. Ich verstehe das ja schon. Haben? Hast du gerade Adel gesagt? Havel, Allah, Havel. Achso, Havel. Havel ist bestimmt auch Fat Roll, oder? Ja, von dem müsstest du auch einen Ring haben, ne? Alter, spiel mal. Ja. Kommst du überhaupt an dem vorbei, ohne den Ring zu haben? Alter, voll geiles Stuff hier. Doch nur eine Verarsche. Siehst du, du hast genau in die Scheiße gegriffen. Hammer. Mit der Waffe habe ich das Spiel durchgespielt. Unterwegs mit dem Auffeld, Hammer. Den Drachenzahn? Nein, das Ding. Scheiße, ich guck gerade nicht. Übertrieben, Hammer bist. Ey, Keule. Warum bist du nicht geblieben? Ernsthaft? Mit dem Scheißknüppel? Ja? Auch yeah. Teils. Macht doch viel Schaden, Alter. Also, meine war nicht okkult, aber die war normal, aber. Guck mal hier, Stärke D, Alter. Dafür habe ich eine andere okkulte Keule. Drachenzahn, Großhammer. Okay. Warte mal, Havels Schild ist bestimmt auch ein Fettroll-Schild. Ja, hast Großschild, okay, Großschild ist ein Scheiße. Was ist das für ein Fenster? Also, sollte nur zeigen, dass dann Hidden Realm hinter ist. Was? Also. Geht von dieser Seite aus nicht auf. Und Sören, wie ist so deine Meinung über hier Elden Ring? Ich hab's noch nicht. Ich warte ab, bis es fertig ist und Sale. Fertig? Mhm. Also auf dem Sale ist er bestimmt nochmal 2 Jahre laden dürfen. Nach dem Hype jetzt. Ich sag, um Oster-Sale wird schon von 60 auf 50 runtergehen. Echt? Safecore. Nee, okay. Glaube ich kein Stück. Sekiro war es auch so. Da war nach dem ersten Festival-Sale war es schon von 60 auf 50 runter. Hm. Der war mega gut einfach. Ja. Oh Mann, weißt du, manchmal habe ich extrem Glück bei Dark Souls, da passieren so Sachen. Dann der Frage ist das wieder. Aber ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Ja, slap mit Booty. Mit der Keule. Ja, gib mir die Keule auf. Oh, ja. Uwu. Tobi-chan. Miau. Gar nicht mehr. Das nimmt ganz schlechte Anwandlung hier an. Ja, oh mein Gott, ist Gefahr. Uwu. Uwu. Guck, wie sieht denn das mit Spinat bei dir aus? Dieser Tapesprung, Uwu. Die 5 Minuten sind rum, übrigens. Kannst nach dem Kampf. Kannst auch gerne jetzt, also. Egal, los du. Ja, mach mal nebenbei so. Einfach nackig machen. Ja, wir haben da auch Erfahrung, dann kriegst du was. Thank the booty, Tobi. Thank the booty. Ja, hau die Keule da rein. Fasziniert, wie sie sich gefühlt keine Gegenwehr bei dir leisten. Nennt sich Glück haben wie Tobi. Anni, hast du Lust auf einen Witz mit schwarzem Humor? Er überlegt, Hä? Was sind denn diese ganzen Coins, die ich jetzt einsammle? Was? Worum geht's? Ich hab Andi gefragt, ob er Bock hat auf einen Witz mit schwarzem Humor. Ich versuche dich gerade zu ignorieren, um dich nicht zu triggern, also. Ich bin kein T-Rex! Du kannst dich einfach aufhören, dich zu bewegen und ich bin da oben.
Kann man die hier verticken oder was? Ich glaube, das funktioniert. Lass mich in dem glauben. Ich kriege die ganze Zeit Coins. Was bringen denn Coins, Alter? Also ich mache jetzt jedenfalls gerade eben schön hier, also noch sind es keine Stampfkartoffeln, weil ich sie ja noch nicht stampfe, aber Kartoffeln mit Erbsenmöhren und dazu gibt es dann gleich noch Nettfisch, also relativ stumpf. Ist sogar so stumpf, das kannst du bestimmt auch, Tobi. Aber er mag doch keinen Fisch. Ja, kann man ja ändern. Aber Fischstäbchen isst du doch sicher, Tobi, oder? Ja. Das ist der Klassiker. Ich wollte gerade sagen, jedes Kind isst Fischstäbchen. Also. Das ist so der Weg, den du Kindern ebnest, um zum Fisch zu gelangen. Du, bei mir hat's aufgehört. Jo. Ja, du bist auch irgendwann groß. Was sagst du so zu Oliven? Ach, da muss ich sagen, das ist auch nicht mein Fall. Essen tue ich sie, aber mich muss sie nicht haben. Das ist noch mega geil zum Frühstück mit ein bisschen Olivenöl und schönem Brot. Ein Schafskäse dazu. Was sagt dazu Datteln? Oh, ja, Gott. Nice. Ja. Nur schlimmer alles hier. Ich bin aber sowieso Datteln ein Allesessfresser, also hier. Datteln im Speckmantel hatte ich letztens mal gemacht. Das war schon geil. Bei mich kannst du mit Rosenkohl jagen. Ja. Also so wirklich in die Flucht schlagen. Da geht gar nicht. Ich mag kein Spiegelei. Was ist mit dir? Das fragst du dich erst jetzt? Ich wollte gerade fragen, fragst du ihn dafür? Du kennst sie doch schon länger. Spiegelei. Also ich bitte dich. Ich mag aber Rührei. Ist doch einfach nur ein fucking Ei. Ich weiß auch nicht, ich mag... Wie kann man das nicht mögen? Ich mag so Kochei, Frühstücksei, Rührei, aber Spiegelei finde ich irgendwie nicht geil. Spiegelei, hartgekochtes Ei. Aber wenn wir von hartgekochtem Ei reden, reden wir davon, dass die Flüssigkeit, also dass das Eigelb auch hart ist oder dass das... Beides, würde ich beides essen. Aber Spiegelei geht nicht, keine Ahnung, das finde ich furchtbar. Stimmt mit ihm nicht. Wie mögt ihr euer gekochtes Ei, flüssiges oder festes? Je nachdem, als Rahmenei muss es flüssig sein, noch, wenn ich es dann eingelegt habe. Ansonsten darf es noch fest sein, wenn ich es mir aufs Brötchen schneide oder so. Kann aber auch flüssig sein, ich esse alles. Nutella mit einer Scheibe Käse, was sagt er? Nutella mit einer Scheibe Käse ist jetzt nicht so meins, aber... Frischkäse mit Zucker. Ich esse kein Nutella, deswegen... Mm. Ist mir einfach so ungesund. Naja, ich esse es ja, weil es ungesund ist. Genau, ehrlich. Wer ist Bekennerschreibender? Ja, ich hab manchmal meine Emo-Momente, wo ich weint unter der Dusche sitze und. Und dann so ein Nutella Löffel. Genau, also 750 Gramm Nutella mit Löffel. Ja, mit Nutella Löffeln, genau. Alter, das ist halt. Das hab ich auch mehr gemacht. Also gebe ich so hinzu. Also, ich würde nicht eine ganze 750 Gramm. Nein, Packung nicht auf einmal. Aber so einer richtigen Depri-Phase, da scheppere ich mir schon ein paar Löffel Nutella. Ja, ist halt wie als Schokolade. Also, da esse ich eher Eis, bin ich ehrlich. Also, ihr kennt doch die kleinen Nusspli-Packungen bestimmt auch, ja, ne? Die habe ich damals, glaube ich, als ich kleiner war, da habe ich die damals auch mit einem Teelöffel echt reingeschaufelt. Wie so ein Pudding. Ich habe keine Ahnung, wo mein Körper das alles hingepackt hat, ne, was ich mir da an Kalorien reingeschaufelt habe, aber aus irgendeinem Grunde ging es. Bei mir war es der Penis. Du musst schon hart gewesen, dass du uns aufgetreten bist und gestolpert. Ja, du das ist das Problem. Nach der Amputation? Respekt, Sören. Ja. Ninja! Samurai! Hui! Wenn es so lang wie für eine Fernbedienung. Hä? Mein Penis ist so lang wie für ständig eine Fernbeziehung. Cool. Schöne KIZ-Zitate, Karl. So, bist du stolz? Ich habe das Katana. Ja. KZ, was Riesenglied? Du willst ein Liebeslied, du kriegst mein Riesenglied. Riesenglied! Ein Glied wie vom Schmied. Das ist halt Kids, das ist also KZ. Wenn du mal heute drauf hast, Tobi. Ja, zwei ist schon mal. Ja, wahrscheinlich ist es sehr wenig Schaden, weil ich noch weiter leveln muss. 57 für ein Backstep. Echt jetzt? Ja, ich habe halt viel zu wenig gelingt, ich muss ja noch weiter leveln. Ich kann sie zwar tragen, aber es bringt mir halt erstmal noch gefühlt nichts.
Das ist ein Blind Date. Das ist verbessert, oder? Ich wollte gerade schon nicht verbessert. Genau, das muss ich auch noch verbessern. Also halten. Ich pass nur halb drin. Der Ritter lacht dich schon aus, Sobi. Okay, diese Lyrics, ja. Extreme Trade, ne, diese Schlange. Ja, aber jetzt muss ich es halt nur noch verbessern. Oh Gott. Läuft das? Komm her, du Lappen. Was ist das eigentlich für ein weißer Effekt, der da um dich herum schimmert, immer auf dem Gegner? Genau, das ist halt der Gegner, der löscht halt. Nee, glaube ich nicht. Scheiß auf Kolsch hat gehört, du brauchst eine Zentralverriegelung. Das ist gut. Ich glaube, die Klamotte, also bis auf den Helm, die du da trägst, habe ich auch früher getragen. Ja, bin ich immer zur Schule also mitgegangen. Die Axt hat besser bei dem funktioniert, aber gut. Weil ich glaube, ich habe da noch rote Purpur-Klamotten getragen. Ja, die Axt hast du auch gelevelt. Oder? Ja. Ja. Plus 3 sogar schon. Riesenglie. Töte ihn einfach, danke, das hat viel zu lange gedauert, ich muss es eh wieder runter, aber gut, ich versuche es mal ein bisschen das Katana noch zu boosten. Oh Gott, das ist nur halb drin. Halb drin. So, also, B, ja, B bedeutet, also, desto weniger da ist, desto weniger boostet es, ne? Also, wenn da ein B steht, ist es quasi besser als ein D, oder wenn ich da jetzt... Ja, merkt ihr einfach die Rangfolge, S, A, B, S, A, B, C, D, E. Genau. Oder gibt's da eh überhaupt? Ja, ich glaube, es geht sogar bis F runter, aber... Desto höher, also desto weiter vorne im Alphabet, desto besser ist es. Ja, S ist am besten, ist also super, A, B, C und so. Also kriegt das einen fetten Bonus, hätte ich Beweglichkeit-Level, okay. Ja. Mhm. Unnormal belohnt, Tobi. Kannst du den Bonus nicht sogar noch erhöhen irgendwie, wenn du es aufwertest? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du je nach Element oder so, könntest du da noch irgendwie mit Edelsteinen oder sowas draufknallen. Ja. Ja, ich könnte auch so ein Blitzkatana machen. Ganz, ja. Also, ich weiß nicht, ob das schon möchte. Die Elemente hatten doch auch irgendwelche Nachteile. Genau, weil jeder ist empfänglich gegen alles. Und gegen Schnitzen, glaube ich, alle empfindlich, so habe ich das verstanden. Waffe verstärken. Empfänglich. So, ja, hören. Da sind wir wieder bei DSA. Wie wollt ihr euer Kind nennen? So wie, hier vorne. Ruhena. Nee, wie Elon Musk. AE plus 14. Kurze Frage übrigens. Gibt es Nachteile für schwangere Charaktere? Mit Sicherheit. Je nach Ja, ja. Kannst du die Regel mal eben nachgucken, Tobi? Nein, ich verdacke sonst. Kannst du die Regel mal eben schreiben, Tobi? Irgendwo in der Stadt gibt's eine Eisdealer, da hol ich mir so einen Eierschäler, im Notfall geht das schon. Oh, Alter. Oh. Das bewegt dich gerade in die ganz falsche Richtung. Das ist korrekt. Tobi! So. Ja. Wie steht denn das so bei dir so zu Thema Makaronen? Wir haben ja schon mal ein Thema gehabt, dass Nudeln allesamt okay sind. Okay, gut. Erzimmer sagt, es ist cool mit dir. Was ist mit Mais? Mais geht auch, ja, aber... Oh, kommt sehr auf, gut. Kommt darauf an, wie, weißt du? Also gegrillt, ja. Reis? Hack, sagst du, ist auch in Ordnung bei dir? Nur Hack, Käse ja auch, so. Geschmolzener. Genau, Käse geschmolzen als Streu auch, ja. Und jetzt die wichtigste Frage von allen. Was ist mit Tomate? Tomate ist auch gut. Das ist mit Tofu, okay. Nein, Spaß. Ich dann habe auf. Ich jetzt, dann habe ich jetzt tatsächlich die Entscheidung getroffen. Es wird ein Macaroni-Auflauf, Tobi. Oh, okay. Und noch viel wichtiger, was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein, und damit beenden wir die Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.